So kann man sich natürlich schwer täuschen. Ja, Ich habe natürlich hier. Ich dachte, ich habe Ölfides aufgenommen, weil 11 Dateien in meinem Ordner drin waren. Aber eine Datei ist ja meine Stats-Datei. Ich hatte also nur 10 Folgen aufgenommen. Also kommt noch eine Folge. Das hier ist erst die 32. Folge oder die 16. Folge, wie man das nennen möchte. Das heißt, wir können jetzt doch mal probieren in mein Test. Ich gehe aber jetzt wahrscheinlich als Administrator rein, denn ich möchte erstmal testen, ob man inwieweit man schon da, ich war ja hier letztens bei Ronald. Inwieweit man ja Netze verschalten kann, also MV an MV-Netz hängen kann. Das heißt, da gehen wir einfach mal Teleport. Ja, wohin eigentlich? Ich geh einfach mal zum Spawn. Hat sich ja auch eine Menge geändert. Wir brauchen ein ruhiges Fleckchen, wo wir mal ein bisschen experimentieren können. Ist doch gut. Hier ist doch ein schönes Fleckchen zum Experimentudeln. Da hinten müsste irgendwo auch ein Strand sein. So, hier stört es niemanden. So. MV. Wenn wir jetzt hier MV haben, gib mir mal eins. Quatsch. Gib mir mal ganz viele. So, dann haben wir noch einen MV-Kohlegenerator und dann haben wir noch einen MV-Batterieblock als Testdevice, beziehungsweise wir können auch einfach mal hier so einen MV-Ofen nehmen als Testdevice. So, dann brauchen wir so eine Switching Station. Dann brauchen wir zwei Stück, um genau zu sein. Und dann brauchen wir, wie heißt denn das Ding? Das Ding. Jetzt ist die Frage. Da. Eingabe. Verarbeitung. Ausgabe. Wobei, nee, der Eingang muss ja oben rein, ne? Das heißt, es geht MV zu MV. Oh, boi. Koppel. Mit dem Doppel-B. Quatsch. Das brauche ich doch. Gib mir mal ein, du Schwein. Dankeschön. So, na, hat erstmal Saft. Und jetzt machen wir hier unsere Testanlage. Hat die jetzt auch Saft? Noch nicht, genau, weil wir müssen erstmal die Dinge einschalten. Aber dazu kommen wir gleich. So, und hier haben wir auch noch unseren Ofen als Verbraucher. So. Enable.
600 EU gerade mal. Dann machen wir 600. Nee, er lädt immer noch auf. Muss aber doch andersrum sein. Hallo? Warum von da hinten? Dann machen wir den mal nach hier so. Ja gut, das ist jetzt nicht so. Was mache ich gerade? Tu noch da, tu noch da. So. Nö. Also er akzeptiert wohl, dass es von MV nach MV. Ach, guck mal. Doch, er lädt auf. Ah. Okay. Hey, wie kann der? Der lädt weiter auf. Wie kann der aufladen, wenn er gar keine Stromquelle hat? Oh mein Gott. Oh mein Gott. How is it even possible? Hier ist doch alles verkackt. Oh Leute. Hä? Schaltanlage already present. Fuck my life, den trennt die Netze gar nicht. Das ist ja blöd. Der trennt die Netze gar nicht. Aber es macht trotzdem alles keinen Sinn. Jetzt sind die Netze komplett voneinander getrennt. So, der sagt jetzt, er hat immer noch eine Spannungsversorgung von 600. Woher? Warum denken die beiden, dass sie miteinander verbunden sind? Alter, hier haut doch irgendwas überhaupt nicht hin. Das ist doch Harakiri. Ah, jetzt hat er aufgehört. 14,9. 14,9. Und er liegt doch nicht weiter. Ach nee. Ah, nee, ist immer noch. Already present. Ah, scheiße. Aufgehört hat nur deswegen, weil der Ofen leer ist. Super. Das heißt, die beiden Dinger denken, dass sie ein und dasselbe Netz sind. Warum? Wenn ich ihn jetzt abbaue. Hat kein Netzwerk. Wenn ich jetzt hinbaue.
Ah, okay, jetzt scheinen sie beide getrennt voneinander zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Kohle nehme. Dann lädt der auf. Und der aber nicht mehr. So, jetzt muss man mal gucken. Wenn ich den jetzt dahin klatsche. Hey. Och, Leute. Gut jetzt hier. Okay, also so scheint es schon mal nicht zu funktionieren. Wie war denn das? Der Eingang war doch oben, ne? Genau, oben ist der Eingang und das ist der Ausgang. Das heißt, dass die Anlage jetzt nicht funktioniert, ist richtig. Ich muss das Ding also doch nur auf die rechte Position heben. Ach nee, ist ja richtig. Oben ist der Eingang. Aber wieso geht's denn jetzt hier nicht? Okay. Enabled. Jetzt macht die Anlage nichts mehr. Obwohl sie vorhin... Jetzt ist wieder genau, already present. Jetzt aber auch zurecht, weil jetzt sind die Anlagen direkt miteinander verbunden. Aber ich jetzt trenne. Lädt immer noch weiter. Hat scheint da, das heißt, da scheint ein Fehler in der Update-Routine zu sein. Dass wenn du die Welt veränderst, er neu berechnet, was ist vorhanden, wo kann überall Strom fließen und von wo nach wo fließt überhaupt irgendwas. Weil das muss ja jedes Mal abgedatet werden, sobald sich irgendwas ändert in der Umgebung. Und genau das scheint nicht zu funktionieren.
Weil selbst wenn ich jetzt die Anlage komplett voneinander trenne, so jetzt kann kein Strom mehr fließen, geht es hier immer noch weiter hoch. Obwohl es hier wirklich keinerlei Verbindung mehr zwischen den beiden Sachen ist. Der sagt immer noch, already present. Das heißt, er denkt immer noch, dass er mit ihm direkt verbunden ist. Das ist so hart fucked up. Da burnt mir mein Kleinhirn weg. Und ich habe keine Ahnung, wie wir so eine funktionierende Anlage aufbauen sollen. Oder ich verstehe was grundlegend falsch. Ich meine, nee. Da, das ist halt echt eine harte Nuss. Das ist halt echt nicht gut so. Die Frage ist, wie lösen wir denn jetzt das Problem hier? Denn die Kiste ist mittlerweile wahrscheinlich schon am Sterben. Wobei. Ach, guck mal, jetzt funktioniert's. Wobei, wechselt jetzt immer ist bereit und hat keine Stromversorgung. Na, warten nun. Aber ich glaube mal, mit dem Item Rise ist das Ding echt zu langsam. Also der hier scheint so gut klar zu kommen, aber der hier hinten irgendwie nicht, ne? Das stapelt sich hier echt ganz schön an. Und der kriegt die Sachen hier auch nicht wirklich raus. Na gut, geht's, aber auch relativ voll. Es scheint also gar nicht so schlimm zu sein. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn. Eigentlich müsste ich die Anlage mal abschalten. Ne, dann wieder warten, bis sie komplett leer gelaufen ist. Und dann einschalten. Und dann. Oder jetzt einfach eine Weile lang laufen lassen. Und dann mal gucken, wie sie sich dann verhält. Ist sowieso witzig bei Rowland. Da läuft die Anlage auch die ganze Zeit durchweg. Der ist andauernd bei mir im Chat drinne, also hier im Serverlog. Da siehst du die ganze Zeit, wie sich da irgendwas bewegt bei ihm. Wo ist denn der Dude? Ach da. Ja. Steht einfach nur rum. Ups. Hat die Anlage des Todes. Ja gut, das hier blicke ich sowieso nicht durch.
Das ist mir hart zu kompliziert. Guck mal, der hat hier ganz viele. Aber siehst du jetzt auch immer 0 EU zu 0 EU. Aber die Anlage scheint insgesamt trotzdem zu funktionieren. Oh, genau. Also diese riesige Zentrifuge. Sowas werden wir wahrscheinlich nie bauen. Sowas hingegen, wie gesagt, müssen wir mal gucken, ob wir sowas dann nochmal bauen. Denn wir brauchen mehr Power. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, hier, bald deine Scheiße. Ich hab gesagt, bald deine Scheiße. Ja. Wie macht der das eigentlich? Wo ist überhaupt der Anfang? Also hier ist dieser Steinding. Der baut das ab, das kommt nach da. Oh. Also genau. Das hier ist das Vakuum-Ding, das saugt er ein. Okay, von irgendwo auch noch irgendwelche Sachen. I don't know. Aber geht alles in die Richtung. Verschlossene Eisentruhe. Mhm. Du wieder Scheiße in der Hand. Was ist denn nicht wahr, Leute? So ist abgebaut. Geht nach unten. Ah, genau, hier ist die Schleifanlage. Von da geht's dann wieder zurück. Achso, genau, das geht dann Kies, geht nach Weiß. Ah, genau, hier wird es dann gesiebt. Dann geht es hier wieder zurück. Alles geht nach Blau und nach Grün. Wobei Grün geht direkt wieder hier rein. Ne, wo geht denn Grün hin? Grün geht wieder zurück. Achso. Nach Grün. Grün pendelt? Die Anlage macht gar keinen Sinn. Ach doch, hier ist noch was. Ah, okay. Genau, hier wird also das Zeug wieder... Ach, genau, hier wird es dann wieder geschmolzen, dann wird es hier wieder geschliffen und okay. Das heißt, hier ist dann diese Wiederverwertung. Und alles andere geht nach Blau. Blau geht dann nach hier. Was ist das denn? Warum ist hier ein Kreisverkehr? Das macht ja gar keinen Sinn. Ach so, damit er hier mehr Platz hat, weil so hat er nur maximal 6. Und dadurch, dass er hier beide verwendet, kann er halt bis zu 12 Sachen machen, auch wenn die hier immer wieder sich im Kreis tanzen. Ist ja auch witzig. So totlachen. Ja, achso, genau, hier sind die Sachen, die nicht verrückt. Genau, was macht er eigentlich mit der Kohle? Kohle geht nach Gelb. Wo ist Gelb? Gelb gibt's gar nicht. Hä? What the actually fuck? Ach so, geht. Ah gut, okay. Also alles, was hier nicht ist, geht nach Blau. Das heißt, hier geht alles hin und das geht dann nach Blau und das geht dann nach hier hin und hier geht's dann nach Schwarz. Das geht dann nach hier. Ach guck mal, er macht daraus direkt Kohleblöcke. Stimmt, das hätten wir natürlich auch machen können, ne? Weil Kohle haben wir jetzt als Items und nicht als... Aber siehst du, Kohle schleift er zum Beispiel scheinbar gar nicht. Er wandelt jetzt alles in Blöcke um. Ha. Das ist ja interessant. Okay. Ja gut, das ist natürlich, dann haben wir, Level sagt, ein bisschen haben wir ja Kohle da. Wobei wir das gar nicht umwandeln, nicht so Blöcke verarbeiten, fällt mir gerade auch auf. Scheiße, haben wir vollkommen vergessen bei uns, egal. Und die anderen Sachen, ja so, er macht auch einfach zu Blöcken, genau.
Wo gehen die alle hin? Sehr unübersichtlich die Anlage hier. Da geht's nicht, hier geht's lang. What the hell? Alter, was ist hier? Ah, okay, hier sind die ganzen anderen. Ach ja, wegen seiner komischen hier Zentrifuge, da hat er auch noch ein paar Sachen. Oh Gott. Aber wo geht der denn so scheiß? Lol. Ist ja süß. Achso, der ganze Scheiß geht hier lang. Ah. Nach oben. Und wo ist oben? Ach, das ist hier. Oh. Aha. Das ist nicht meine Lagerhalle. Holy shit. Kommt man hier so normalerweise rein? Oh ja, kommt man. Okay. Cool. Und wie viel hat er schon so? Oh, hier ist auch. 720. Ja, 1000. Ah, ja, klaro. Der Typ ist... Alter. Junge, der ist ja komplett durch. Was ist denn los mit dem? Was will er das ganze Zeug verwenden? Eieieiei. Dieser Junge verschleißt meine Hardware. Ein armer Laptop. Digga, was will er mit so viel Zeug? 3000 Blöcke. Weiß der überhaupt, wie viel das ist? So? Ich meine... Was? Hier auch diese Platzhalter. Und hier wieder die ganze Uran. Oh, 2005. Aha. 2005 hat angerufen und will seinen Uran zurück. Ja, nee, das ist... Also, das ist ja... Naja, die Sache ist natürlich, bei uns wird es früher oder später ja fast so ähnlich aussehen. Wir haben ja mittlerweile auch viel mehr Ressourcen, als wir jemals verwenden können im Let's Play. Aber ich meine, er hat ja viel mehr Ressourcen, als man in seinem gesamten Leben verwenden kann. So, ich meine, 7000 Blöcke, Stahlblöcke, so, das ist, ich meine, was will der Junge bauen? Also, das ist ja holy shit. Der ist, also, ohne mir zu nahe zu treten, ich glaube, der Junge muss irgendwas kompensieren. Naja, lassen wir das mal. So. Gut, dann, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, dass das mit dieser Elektronik nicht funktioniert, ich verstehe das nicht. Weil er nutzt ja auch die Elektronik, das heißt, am Server kann es auch nicht liegen, weil er spielt ja auf dem gleichen Server, so. Verstehe ich nicht. Ist mir offen, das auch egal. Das war's jetzt. Der letzte Test, der hätte Aufklärung bringen können, hat noch mehr Fragen aufgeworfen. So, von daher, mein Hirn ist jetzt komplett matsch. Es ist 5 Uhr, die fucking Sonne geht auf. Das heißt, ich kann jetzt ins Bett gehen. So nehme ich auch nicht anders. Ja, das ist... Keine Ahnung. Wie wir das unten machen sollen mit der Anlage auf lange Sicht. Vielleicht schalten wir sie einfach aus und die ist ja nur Optik und wird eh nicht benutzt, weil wir sie eh schon mehr als genug Ressourcen haben. Mal gucken. Ja. Bis dann.